kennt das. Ihr könnt auch vorspringen. Solltet ihr hier nicht in Resonanz gehen, dann bitte alles Positive wie Negative drin lassen. Bei mir ist es so, es ist mentale Energie, Mental Coaching, euch das Unbewusste ins Bewusste zu bringen, wenn ihr damit in Resonanz gehen könnt. Ich mache hier kein Hokuspokus, ich mache keine Versprechung. Ich verzichte auf Ansagen, wie jemand kommt zurück. Pipapo, das handhabt jeder selbst für seinen Kanal. Ich beschränke mich dann doch eher auf den Realismus, aber bin überzeugt davon, dass die Energien natürlich auch Stimmen treffen können für denjenigen, für den ihr guckt, in welcher Situation ihr euch befindet. Und alleine, wenn ich nur ein bisschen Stärke gebe durch die Karten, ja? Und finde das schön, dass die Karten eben auch Anhang finden und nirgendwo im Schub vergammeln, oder. Und jetzt geht's los, liebe Steinböcke, ihr Guckenden. Entweder für euch Aszendent, Mond, Venus oder wirklich Sonnenzeichen oder als Crosswatcher, dass ihr für jemanden guckt. Ich werde eine Legung machen, die zweite darunter. Und es kann sein, dass ihr euch in der ersten und in der zweiten wiederfindet. Dann müsst ihr das auf euch ummünzen, das kennt ihr schon von mir. Und ja, wir starten los mit der Energiekarte. Die Geistesführerstapelkarten hier, das Kartendeck Geistesführer, so rum. Lerne aus deinen Fehlern. Ui, das ist aber auch sehr schön. Was soll ich dazu sagen? Ihr könnt alle lesen und die, die mir zugehört haben, lerne aus deinen Fehlern. Darum geht's heute. Ich werde dafür, falls es dich jetzt anspricht oder auch betreffen sollte, trifft eigentlich auf jeden zu, ne? Da ist wieder der Realismus als selber Steinbock. Eine Astrokarte. Aber wenn du dich gerade so in der Energie befindest, wo du wirklich ein bisschen Schwere oder auch immer zu schnell vergibst oder zu gutmütig, zu gutgläubig bist, du bekommst den südlichen Mondknoten als Energie, altes Karma. Das wird aufgelöst, das wird deine Energie werden. Vielleicht hast du hier auch eine wiederholte Sache doppelt gemacht, ja? Also wiederholt und doppelt, ja, aber vielleicht hast du irgendwann dir schon mal gesagt, jetzt lerne ich draus und der Punkt war immer noch nicht da und du hast dich wieder irgendwohin verleiten lassen und fühlst jetzt hier so, Mann, jetzt stecke ich schon wieder da drin. Also es wird aufgelöst vom südlichen Mondknoten, ja. Wir werden jetzt mal hier so eine Grenze ziehen als Steinböcke, die für sich gucken und sagen sich oder du sagst dir bitte, ich lerne aus meinen Fehlern, ich mache mich deswegen nicht kleiner, ich lerne daraus, ich werde größer, muss aber natürlich auch mir die eigenen Grenzen setzen, damit ich daran immer weiter wachse, ja, und nicht immer wieder, ja, jetzt könnten wir es ja nochmal machen, wir kennen ja schon die Lektion. Es gibt jetzt einen Stapel, mach das, das, was du machen solltest, was dir geraten wird, damit du hier jetzt durchhältst, machen und dich genauer umschauen. Bleib in der Energie, Königin der Stäbe. Wirke mit, mache das, was du für richtig hältst. Du bist auch eine Person, von der man sehr viel abgucken kann, sehr viel hält, sehr viel Ratschläge für andere immer parat hat. Aber diesmal ist das für mich tatsächlich auch diese Karte, lerne aus deinen Fehlern. Das gehört jetzt dir. Du bist jetzt mal am Zug, das zu machen und für dich zu arbeiten und nicht für andere immer da zu sein. Mache bitte das. Lieber Steinbock, was sollst du noch machen? Kann auch sein, dass jemand hier erst im Dezember oder August reinschaltet, dann gilt das genauso. Mache weiterhin das. Weiterhin deine Leidenschaft beibehalten, an die Liebe glauben, falls du keinen Liebenden um dich rum hast. Sollte es sich um Berufe, Finanzen, Karriere, Hobbys, Freundschaften, all mögliches anderes, was mit der Partnerschaft jetzt nichts zu tun hat, behalte dir bitte das, ja? Schmeiß es nicht weg, weil du aus Fehlern nicht gelernt hast. Das gehört dir. Es wäre schade, wenn du daran nicht glaubst, wenn du das aufgibst, ja? Mache bitte das und behalte dir das. Lieber Steinbock, leider zu viele. Mache bitte Folgendes weiterhin.
hier im positiven Sinne dich entscheiden, ja? Du hast Gedanken in deinem Kopf, die müssen jetzt nur noch sortiert werden. Die sortierst du bitte mit Königin der Stäbe. Das gehört für mich auch dazu. Lerne aus deinen Fehlern. Nimm dir die Zeit und mache das weiterhin, dass du guckst, woran könnte es gehapert haben. Du hast verschiedene Ansätze im Kopf und es muss jetzt erstmal da ankommen, dass du es wirklich einsortieren und einordnen kannst, damit es nicht so ein Einheitsbrei ist. Mache das auf jeden Fall nicht blockieren, ja? Weiterlaufen, weiter kommunizieren, nicht in diesem Blockadenzustand bleiben. Du hast immer noch die zwei der Schwerter und die sind auch hier sehr stark im Vordergrund, hier ebenso. Sortiere bitte nur noch eine kleine Einheit von Gedanken, die dir im Kopf rumschwirren, die wirklich für dich von Bedeutung sind. Alles andere versuche bitte wegzukriegen und teile es dir vielleicht auch auf zwei Gedanken. Nimm dir die Zeit, sag wirklich, welche sind meine zwei größten Probleme bzw. zwei größten Wünsche. Und gehe bitte danach, mach das, ja, sortieren. Deine zwei größten Vorhaben, deine zwei größten Wünsche, die sortierst du bitte für dich im Kopf und blockierst dich nicht mit einer Menge anderen Problemchen, die dazugekommen sind oder die jetzt mit der Problematik nichts zu tun haben. Das macht deinen Kopf voll, ja, die hinteren Schwerter alles. Die Gedankenschwere, konzentriere dich wirklich auf ein minimales Maß von maximal zwei, ich nehme es jetzt sehr streng, zwei der dominanten Schwerter hier, damit du da rauskommst. Und vielleicht sind das auch genau die zwei Schwerpunkte, aus denen du lernen musst in deinem Leben. Mache das nicht, lieber Steinbock. Was sollst du nicht machen? Mache auf keinen Fall. Mache das nicht. Ich sehe sie noch nicht. Wir gucken mal. Die ist zuerst gefallen hier. Mache das nicht, dass du dich wieder von irgendwas zurückziehst. Ja, vielleicht auch Flirtereien jetzt gerade am Start hast. Die können dir wahrscheinlich ein bisschen im Weg stehen. Mache das nicht, dass du wieder von vorne anfängst. Eigentlich in Kombination ist das ganz gut. Also denke nicht mal im Traum dran, dass du irgendwie falsch lieben könntest und anders lieben musst. Ja, hör bloß damit auf. Du liebst so, wie du liebst, richtig und höre bitte auf und mach das nicht. Anzufangen, dich zu orientieren. Ich lasse mich vielleicht auch oft gerne finden. Vielleicht solltest du mal die ersten Schritte machen und mache das nicht, dass du denkst, du liebst zu wenig oder musst oder müsstest anders lieben, dass deine Liebe nicht ausreichend ist als Bube oder Page, ja? Das ist ja hier so klein, so völlig Neuorientierung. Wo geht's lang? Weiß man selber nicht. Man empfindet eine Neugier, eine Lust, man möchte, aber mach das bitte nicht. Du liebst nicht falsch, ja? Und auch hier bloß nichts verändern in kleinen Stufen, nichts von anderen annehmen. Du weißt selber, wie du liebst. Du kannst ruhig lieben. Du hast auch das Gefühl, dass du zu doll, zu schlagartig liebst, was dir oftmals als dein Fehler erscheint. Nein! Wer das nicht erkennt, dass du mit voller Liebe leben und lieben kannst, der ist für dich in dem Moment auch nicht richtig an der Seite, ja? Also schraub dich hier bitte nicht zurück und lass dir nicht sagen, du musst ein Ding kürzer treten oder zurücktreten. Natürlich, wenn hier so Sachen eine Rolle spielen wie Eifersucht oder Kontrollwahn, dann ist es natürlich eine Sache, das ist ein Fehler, engt einen anderen ein. Aber nicht in Bezug auf Leidenschaft, ja? Also da nimm dich bloß nicht zurück und forme dich in dieser Sache der Leidenschaft und Liebe nicht um. Das, was du tust und so wie du fühlst, ist es für dich richtig. Mache das nicht, ja, verausgaben. Bloß nicht. Bleib weiterhin bei dir, ja. Nimm dir die zwei größten Wünsche, was ich dir gesagt habe, und bleibe bitte da dran, um die zwei Fehler erstmal in Anführungsstrichen, Fehler sollten es welche sein, zu erkennen und zu reflektieren und diese vielleicht aufzuarbeiten. Aber als Königin der Stäbe machst du das prima. Und auch hier war ja angesagt, lass dir das nicht nehmen, mach da weiter. Lieber Steinbock, was sollst du nicht machen oder die Finger weglassen von was? Hupa, geh dahin bitte.
Mach das bitte nicht. Überstürzt lieben. Das hat jetzt nichts mit Großlieben oder Veränderung zu tun. Du hattest hier den Page der Kelche. Bitte hier nicht so nach dem Motto denken, bloß weil ich das will, schaffe ich das. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. Also du hast hier auf der Seite tue das nicht, den Hang, vielleicht etwas zu wollen, wovon du alleine überzeugt bist und sehr überrumpelnd wirkst, weil dein Wille groß ist. Der andere könnte sein, dass er nicht so starke Gefühle hat und du dich hier wirklich voll verrennst, also als Ritter, ja, dieses ist mir egal, was kommt, ich stelle mich da als Steinbock gegen alle, ich möchte das und kriege das. Bitte immer abwarten, dass du auch was zurückbekommst an Signalen, auch ausgewogen in der Mäßigkeit, dann kannst du so handeln, aber bitte nicht alleine störrisch und den Drang kriegen, übermütig zu lieben. Auch hier wieder so, alles läuft super, ich bin bereit, dich zu heiraten, so vom Gefühl her nach einer Woche oder nach einem Jahr oder nach einem Monat. Natürlich kann man das machen, aber Vorsicht ist hier geboten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich auf dieser Seite gesagt habe, mach das nicht, dein Gefühl zurückzustecken, sondern einfach nur anders zeigen. Es könnte hier überfordernd wirken für andere. Die Liebe bleibt gleich. Die Liebe, du sollst so fühlen, das, was du fühlst, kann dir keiner irgendwie, da brauchst du dich nicht umändern in deiner Leidenschaft. Aber dieses komme, was wolle, ist für dich in diesem Moment gefährlich, weil du vielleicht auch aus deinen Fehlern hier lernen sollst und immer wieder reingerätst. Du übersiehst durch diese Kraft, die du in dir trägst, einfach auch sehr viele Fehler, die man dir von der anderen Seite zuschmeißt, ja. Du musst auch Leidenschaft und Liebe empfangen können für irgendwas oder auch Zusagen, die dann fest sind, nicht nur Gequatsche. Die Liebe nicht ändern, dich auch nicht ändern, aber bitte das so ein bisschen strukturierter angehen. Das passt für mich auch ganz gut hier, mach das, ja. Zwei Dinge nimmst du dir jetzt bitte mal vor, die du wirklich in deinem Kopf links und rechts mit dir trägst, die du als schwerst belastend empfindest. Und die ganzen kleinen schiebst du erstmal auf den Zettel bitte zur Seite. Probier es mal. Schreib dir mal wirklich die zwei größten Wünsche bzw. Quellen auf, wo du nicht weiterkommst, und die anderen auch aufschreiben. Aber die am Schluss, die lösen sich teilweise immer mit auf, wenn du die zwei größten hier aufgeschrieben hast und für dich schwarz auf weiß siehst, statt der Kopf immer permanent so voller Gedanken ist, ja, wo du wirklich gar nicht weißt, wo du anfangen kannst. Die Liebe, dich ändert keiner, du liebst wunderbar, du liegst hier schön, es ist nur Gutes für dich, ja. Du musst nicht nochmal mehrere Fehler machen oder das Gefühl haben, dass du fehlerhaft bist, bist du nicht. Fehler in Anführungsstrichen, du übersiehst durch deine übereifrige Liebe, die am Anfang schon existiert, einfach das Zurückkommen deines Gegenübers und verrennst dich wortwörtlich darin. Ansonsten die Liebe behalte, es kommt jemand, der es schätzt, oder auch die Leidenschaft, wenn du für irgendwas eine Leidenschaft entwickelt hast, wird es genauso übergemünzt, ja, nur eben nicht für die Partnerschaft, sondern für den Bereich, für den du dich interessierst oder für eine Freundschaft, die zerplatzt ist oder Familie. Bitte ein bisschen zurücknehmen und für dich die zwei, das sind vier, Miran, die zwei wichtigsten Punkte jetzt mal anfangen zu bearbeiten, ihr Lieben. So, wir fangen an mit der gegenüberliegenden Seite. Kann sein, dass du dich jetzt erst hier oben findest oder in der zweiten Legung. Oder du sagst dir exakt, jetzt kommt auch noch mein Gegenüber, passt perfekt, für den ich gucke. Die Geistesführerkarte für die zweite Person oder die Person, die ich jetzt lege. Eine, na Mensch, hier ist aber jemand ein bisschen störrisch. Moment, das haben wir in der Hand. Dürfen wir bitte reingucken, danke. Oh, ich konnte sie noch halten. Der lässt sich zähmen hier, die Person, seht ihr? Tritt deine Macht nicht ab. Negativ. Tritt deine Macht nicht ab. Hier, also was heißt negativ? Warum sage ich negativ? Es könnte sich um zwei Menschen handeln, die einen rivalischen
Beziehungskampf oder generell eine Beziehung in welcher Art auch immer hinter sich haben, ja, dies hier sehr ernst nehmen mit einem Ego. Hier denkt jemand, tritt deine Macht nicht ab, oder hier war jemand wirklich sehr schwach. Und ihm wird jetzt angezeigt, ja, wenn es die waren, dann kommen die natürlich raus und wird ihm angezeigt, dass man die Macht einfach mal jetzt nicht abtreten soll. Es wird hier Ideale und Weite durch die Jupiter-Energie gegeben und das 12. Haus Spiritualität und Kunst. Hier ist jemand wirklich ganz, ganz künstlerisch, spirituell unterwegs. Lasst das mal auf euch wirken. Und hier wird eine Weitsicht kommen. Nicht nur noch kurzsichtig sein, ja, von hier bis zum Tellerrand gucken, sondern wirklich viel, viel weiter, viel, viel weiter. Es werden Energien könnten freigesetzt werden durch verschiedene Prozesse jetzt, die auf euch zukommen, wenn ihr oder dass ihr dadurch dann wirklich auch über die Grenzen geht und euch hier endlich mal traut, einen Schritt über die Schwelle zu machen, ja? So, wortwörtlich. Ein Schritt. Hier verändert sich jemand. Ideale und Weite. Hier sieht man wirklich das, was noch möglich ist. Was ist denn alles noch möglich für mich? Teilweise hast du da schon hingedacht, aber hier liegt jemand, der ist irgendwann auf einer Stelle stehen geblieben. Auch wenn es euer Gegenüber betrifft oder ihr euch darin jetzt findet. Hier hat man sich verloren. Und hier wird einem vielleicht auch sehr spät oder immer intensiver bewusst, Spiritualität und Kunst haben damit eine ganz große Energie oder einen Energieeinfluss für denjenigen, ja. Das ist schön. Also hier ist wirklich jemand so, ich habe im Kopf schon fast, tritt deine Macht nicht ab, wird derjenige auch nicht, kommt mir rein. Und derjenige wird hier aber schon fast komplett in eine andere Richtung geschoben, nicht gedrängt, aber hier entwickelt sich jemand total in dieses vom Realistischen zum Spirituellen, ja, das als ob man das so jetzt nötig hat. So, folgende Person sollte machen. Folgende Person sollte machen. Hier eine Person leidenschaftlich weiter leben. Hier ist jemandem wirklich sehr stark das Wohlbefinden, die finanzielle Abhängigkeit, Unabhängigkeit, Entschuldigung, wichtig. Hier soll jemand weiterleben und oder weiterlieben, nicht weiterleben, habe ich weiterleben gesagt, bin ich bescheuert. Hier soll jemand weiter lieben. Diese Person stellt jemanden dar, ob männlich oder weiblich, soll jemanden weiter lieben, schätzen lernen zu lieben. Gefühle sind da für denjenigen. Dahin gehen, ja, zu dieser Person, wo die Gefühle so groß sind und wird diese Fülle damit erreichen. Und das soll man weiterleben, dieses Wohlbefinden. Es ist auf dem Platz, macht das. Und demjenigen ist einfach wichtig, finanziell wie ist hier keiner, der alleine leben möchte. Auch wirklich eine Zweisamkeit. Wenn nicht sogar im Team, Patchwork, Familie gerne mit Menschen zu tun hat, macht das. Diesen Menschen wird wirklich geraten, geh und lieb diese Person, wer auch immer das darstellt, und lebe das weiter. Ach, deswegen habe ich gesagt, lebe weiter. Dieses Wohlbefinden, mach das weiter. Konzentrier dich oder diese Person konzentriert sich auf den Wohlstand familiär. Liebend so finanziell, das ist ihm ganz wichtig, ja. Und hier könnte sein, dass sich jemand entschuldigen muss. Es liegt auf dem Stapel immer noch, macht das. Es könnte sein, dass jemand in der Hochzeit ankommt, wenn er diese Person weiterhin liebt, zurückkehrt und wieder lieben darf. Das könnte beides beinhalten. Aber manchmal sind ja auch Entschuldigungen wichtig, um mit der Königin der Kelche zusammenzuleben, ne? Also hier, die Person ist irgendwie, wird wach durch Spiritualität und Kunst, hat ein anderes Aufnehmungs- oder ein anderes Wahrnehmungsempfinden und wird dadurch sich an dich oder an jemand anderen wieder erinnern und möchte dahin, ja? Entweder Entschuldigung oder das ist seine Hochzeit. Oh, das ist aber.
Hier ist jemand sehr stark mit Mach das. Auch hier kommt wieder dieses Wohlbefinden ankommen. Mach das. Hier wird jemand ganz stark zu dieser Person oder dir oder zu dir gedrückt, der eigentlich alles hier zu liegen hat, Wohlstand, finanziell eigentlich in eine perfekte Auslage, aber ohne Entschuldigung kommt man hier nicht zu dir oder zu dieser Person ran. Oder auch die Hochzeit. Ohne eine leidenschaftlich, wirklich aufrichtig liebende Person kommt man hier nicht in die Hochzeit. Derjenige, der hier liegt. Also mach das, ist schon fast eine Aufforderung. Geh hin. Fang an zu reden. Eventuell trifft man sich auch. Das war bei weitem wirklich sehr, sehr viel. Eventuell, ich rede mal weiter, trifft man sich auch auf irgendwelchen Familien, Geburtstagsfeiern, Partys, Clubs, Cafés, irgendein Zusammentreffen, was nicht geplant ist und demjenigen wird bewusst, diese Person möchte ich wieder. Mach das. Was kommt hier unten für die Person noch? Mach das. Also irgendwie ist es sehr wohlbehandelt heute mit uns. Ich weiß auch nicht warum, aber sehr schön. Sehr schöne Sachen. Das wird mit voller Wucht. Hier kommst du nochmal oder die Person, die hier ausdrücklich geliebt wird und ihm oder ihr zum Wohlbefinden, zur Hochzeit verhilft, in die Stabilität, ja, in diese Zehnerkelche, völliges Glockenspiel. Das ist es. Da muss die Kraft mit voller Power hin. Also wirklich, zweimal kommt hier die Person für denjenigen, für den ich hier gerade lege. Ob Mann oder Frau, das kann Mann mit zwei weiblichen Energien darstellen, mit sehr sanften Seiten oder andersrum für euch stellvertretend oder für eine Frau oder für eine Person, wo es gerade so aktuell passen könnte. Macht das. Hier wird jemand reingeschickt in absolute positive Energie und hier wird jemand auch bewusst, ohne diese Person kommt man auch nicht in diese Fülle, in diese Hochzeit. Ja, macht das nicht. Na, die ist gesprungen. Ey, heute ist nur Sport hier bei Steinböcke. Mach das nicht. Zu viel Sonne sehen oder wie? Dich blenden lassen, sagen wir es mal so. Mach weiterhin das nicht. Kann sein, dass die Person sich sehr stark lenken lässt. Manipulieren will ich jetzt noch nicht sagen. Lenken lässt, ja? Blenden lässt, wie die Sonne da sagt. Im umgekehrten Sinne. Mach das nicht, liebe Person 2. Was kommt da noch? Da wird jemand irgendwie gelenkt, fast schon festgehalten, aber tritt die Macht nicht ab. Das heißt, hier muss sich jemand widersetzen, ja? Hier wieder, also widersetzen. Das muss reinkommen, das muss unbedingt passieren bei der Person, damit man hier in diesen Macht-das-Stapel kommt und sich hier einig wird, okay, das ist meine Lösung. So wie ich vorhin bei der ersten gesagt habe, ein Schwert, zwei Schwerter. Das ist hier ein Schwert, macht das. Und genau so ist die Legung auch hier zu verstehen, macht das nicht. Das zweite Schwert. Gar nicht so viel grübeln. Der Person wird hier angeraten, lass dich nicht manipulieren. Werd zu hart. Das ist mein Sohn tatsächlich. Nicht manipulieren lassen, nicht blenden lassen. Und das ist auch die Schwere, dass man da so reinkommt ins Grübeln. Ja, ach Mensch, soll ich nicht? Aber hier hat man so einen Spagat noch nicht gefunden, der durch Ideale und Weite und Spiritualität und Kunst tatsächlich geöffnet werden kann für die Person, die sich hier sehr gefangen fühlt. Mit tritt deine Macht nicht ab. Das wäre eigentlich ideal. Was soll diese Person hier unten noch nicht machen, beziehungsweise gefälligst gar nicht tun? Aua, die habe ich mir jetzt reingehauen. Münzlastig finanziell denken. Vielleicht hat ja auch jemand tatsächlich zu tun mit einer Trennung, dass man hier irgendwie ein bisschen beschissener wegkommt als sonst. Das blockt aber, ja, das ist dann auch schon wieder so, sollte es der Fall sein, dass man hier so Lehrgeld bezahlen müsste, muss, wird die Person sowieso schon gemacht haben. Und wenn man das Ganze hier nicht stoppt auf irgendeine Art und Weise, dann wird das auch nie enden. Mach das nicht. Nicht mehr Geld geben, nicht mehr pokern, nicht mehr auf irgendwas warten, nicht mehr die Hand geben und
jemand finanziell füttern. Es kommt hier wirklich auf Gefühle an und die sind hier in der Seite vom Liebesleben her überhaupt nicht gegeben. Also hier in der Situation steckt gerade jemand drin, der überhaupt nicht jemand aufrichtig liebt, sondern einfach nur grübelt, weil er da so eine Scheinwelt, ja Mann, blendet, in einer Scheinwelt sitzt mit der Sonne. Danke. Derjenige sitzt hier in der Scheinwelt und sollte noch, solange wie ich es aufbekommen, also aufgefangen bekomme, zählen die für mich nicht. Ja. Hier macht das nicht, auch nicht an Anfänge glauben, auch nicht warten, auch keine Prozesse mehr abwarten, das, was einem versprochen wird, hier auch gar nicht mehr so unbedingt annehmen in der Scheinwelt, ja? Nicht so wie, kann sein, dass hier jemand immer wieder versprochen bekommt, ach, das wird schon wieder gut und er, sie denkt an diese Phase, okay, dann schrauben wir uns jetzt mal wieder runter, dann gucken wir uns jetzt, muss es doch aber klappen, jetzt gucken wir uns die Phase an und gehen nochmal neu mit und hoffen und so wirklich macht die Person hier unten aber nichts dafür, ja? Sie lässt sich hier einfach nur mitschwingen und leiten in der Scheinwelt. Man lässt sich hier wirklich, oder er, sie haushaltet hier mit irgendjemandem, ja? Das ist hier so das aktuelle Thema. Noch die letzte Karte für macht das nicht. Warte, ich bin bei 27 Minuten, oh Gott. Aber ich habe das Gefühl, springt noch eine wichtige Message raus. Ihr wisst ja, wenn ich dann wirklich alle bin im Kopf, dann funktioniert einfach nichts mehr. Aber hier habe ich irgendwie das Bedürfnis, macht das nicht. Noch eine Karte. Ja, Kinder. Die ist gefallen. Macht das nicht. Im umgekehrten Sinne wirklich so einen neuen Zyklus hier nochmal hinzulegen auf dieser Seite der Person, ja. Hier wäre so schön gewesen bei macht das, aber macht das nicht. Bitte nicht hier nochmal, wie ich hier schon gesagt habe, dieses Pagen-Ding. Einfach zu wenig dafür zu tun. Hier sitzt jemand in einer Scheinwelt und lässt sich sehr viel erklären, sehr viel halten. Irgendwelche anderen Probleme spielen hier eine Rolle finanziell. Man hat irgendwie Angst, was zu verlieren. Lässt sich hier sehr viel sagen, weil es auch nicht schwierig ist, da mitzumischen. Irgendjemand anders hat das in der Hand. Man sitzt ja aber wirklich in einer Scheinwelt fest. Also hier guckt man sich das einfach nur an und zieht mit, ja, ohne Wirkung auf das Ganze. Und hier macht das nicht. Geh nicht nochmal in diese, mach das nicht Stapel, als nah nochmal mit. Du bist mittlerweile oder derjenige ist hier mittlerweile der nah auf dieser mach das nicht Seite. Du machst dich sonst zum nah umgekehrt, ja? Hier gibt es keinen neuen Zyklus für die Person, die sonnig wäre. Es ist hier eine Schattenseite, eine Scheinwelt, eine totale Blendung bei dieser Person und mach das ist so. Wirklich total, hier liegt die Antwort drin, ja, das alles, was ich euch gesagt habe. Hier muss eine Person wach werden und das machen. Zweimal liegt hier eine Liebesperson drin, als Königin der Münzen, Königin der Kelche. Entweder mit einer Entschuldigung regulierbar oder Hochzeit oder unter Menschen, dass man den Kontakt wieder findet. Man will da rein und das wird von der Energie her wirklich nur mit Power funktionieren, ja. Also das macht das. Diese Person und hat auch genug Wohlfülle, ja. Es fehlt wirklich hier in der Legung einfach nur die Person Leidenschaft, ein Familienmitglied, eine Liebe, all sowas. Materiell ist man hier sehr abgesichert, ihr lieben Steinböcke. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitgehen. War sehr speziell. Da werden so einige, glaube ich, rausfallen. Und ja, das Wichtigste ist, bleibt gesund, ne? Auch wenn ihr nicht in Resonanz gegangen seid. Lasst alles hier in dem Video. Und ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Legung zusammen wieder aufeinandertreffen. Drei Allgemeinlegungen gibt es nochmal, bis ja dann wieder die großen kommen für den Juli. Bleibt gesund. Ciao, ciao.